Wisst ihr, wozu die Wut gut ist? Sie zeigt uns an, dass unsere Grenzen überschritten wurden. Und sie motiviert uns, für uns einzustehen und uns zu verteidigen. Schauen wir uns mal die Wut etwas genauer an. Macht mal ein richtig wütendes Gesicht. Was passiert mit unseren Augenbrauen? Ja, wir ziehen sie so zusammen, machen Runzeln. Malen wir doch das mal zusammen auf. Ich mache da mal wie ein Dreieck ein bisschen. Und da kann ich noch meine Runzeln, wenn ich möchte, malen. Und dann die Augen kommen fast zu den Augenbrauen hoch. Also machen wir sie gleich direkt an die Augenbrauen. Und sie schauen starr auf das, was wir nicht mögen. Also machen wir einen Punkt, der was fixiert. Natürlich braucht unser Gesicht eine Nase. Und schaut mal den Mund an. Wenn wir wütend sind, pressen wir die Lippen aufeinander und ziehen sie noch ein bisschen in die Weite. Wie ein Strich, oder? Also machen wir mal einen Strich. Und weil wir uns so anspannen, können wir auch ein angespanntes Kinn machen. Und weil ich die Haare auch ein bisschen emotional machen möchte, mache ich Wutblitze aus Haare. In der Bibel steht: Achte auf deine Gefühle und Gedanken, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben.